Herzlich willkommen YouTube. Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder da seid zu meinem vierten Glitch-Video. Es geht hier nicht nur um Glitches, falls sich wieder der eine oder andere Hater aufregen sollte. Es geht auch um taktisches Verständnis. Ich zeige euch hier jetzt das ein oder andere geile Eck, wo ihr vielleicht in einem CB ein bisschen was für Trouble sorgen könnt. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Und los geht's. Mit C4 könnt ihr jetzt zum Beispiel viel schneller die Boxen öffnen. Oder auch Türe oder Wände und so Zeug halt. Schneller als wie das, was euch vorgäbe, ist, wenn ihr dann Viereck drückt und dann davor steht. Das dauert alles viel zu lang. Ihr könnt auch im Angriff viel schneller beim Gegner sein, indem ihr sieht, wie hier, wie ich das jetzt euch gerade zeige, mit C4 und dann rüber. Da könnt ihr schon hier ein paar Gegner ausschalten. So, jetzt kommt ein kleiner Glitch. Und zwar hier an der Palme ist eine Kante, eine versteckte. Und da ist es schon. Ich bin mit dem Sturmgewehr rübergesprungen, also und habe auch kein Leichtgewicht drin, glaube ich. Also, ich glaube, da war keins dabei. Und da könnt ihr wirklich sogar ein paar Leute wegmachen. Ist aber in einem CW nicht gestattet. So, dann hier der nächste Glitch. Das ist die Ampel. Und zack, ist mal drauf. Das ist auch ohne groß Hexenwerk geht es. Hat auch einen schönen ordentlichen Überblick und so. So. Jetzt zeige ich euch ein paar taktischen Plätze. Ein paar taktische Plätze, Entschuldigung. Und zwar, ihr geht her, schmeißt hier, ich habe es C4 genommen, ihr könnt USBV nehmen, schmeißt die unten hin. Gerade mit dem CW, wenn ihr Ghost seid und seid im Angriff und müsst ein Backup sein für die Seite jetzt zum Beispiel, könnt ihr zum Beispiel einen Rusher, wenn also wirklich, es gibt Leute im Gegnerteam, die, oder es gibt Clans, die haben einen Rusher, selbst in der Verteidigung rushen die und probieren Leute wegzuholen. So, dann zeige ich euch die nächste gute taktische Ecke. Und zwar nicht, weil ihr müsst aufpassen, ihr dürft nicht in den Raum reingehen. Viele Clans, also viele Leute im CW, sprayen in den Raum hier rein. Seite stehe bleiben, dann könnt ihr da drüben denjenigen am Eck wegholen, wo sich probiert einen Überblick zu holen von der Straße. So. Dann, was auch gut ist eigentlich, das ist hier und sich einfach hier hinlegen. Ist ein bisschen schwer und ein bisschen braucht ein bisschen Übung. Und zwar am besten legt man sich rechts an die Kiste, nicht so weit vorne hin, sonst könnt ihr euch kaum drehen. Ich probiere hier halt ein paar Dinge, ob ich mich hier vorne hin ducken kann an dem Schild, also hinlegen kann, aber ohne das Schild selbst geht leider nur schlecht, das geht eigentlich gar nicht. So an der Seite ist kein Problem. So, was noch geht, das ist hier drin, dann könnt ihr nämlich hier oben hinziehen, also ohne in die Pfandleihe rein ein bisschen, habt ihr einen Überblick und habt oben, habt ihr diese Öffnung im Blick. So, dann hier an der Seite, klar wieder die Pfandleihe. Habt ihr sogar ein bisschen mehr, aber seid ein bisschen auf dem Präsentierteller. Dann gibt es das Eck hier. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber würde ich jetzt nicht gerade im CW empfehlen. Dann diese Ecke ist nicht schlecht, zum Beispiel gerade was den Überblick angeht. Ja, viele sprayen dann gerade die Frontline rein von hier aus. Was ihr auch machen könnt, auf dieses Schild springen und dann ab hoch ins Fenster. Dann seid ihr auf jeden Fall schneller oben wie übers Treppenhaus. Das spart euch vielleicht nur eine Sekunde, die Sekunde kann sehr, sehr entscheidend sein, gell? Was auch möglich ist im Angriff, zeige euch jetzt hier, und zwar der LKW hier. Hier vorbei, also drauf auf die Motorhaube, und dann könnt ihr rechts den Seiteneingang von der Pfandlei und hinten ein bisschen von der Werkstatt, wenn die auf der Tankstelle, falls welche rauskommen, könnt ihr dann noch ein bisschen was wegholen. So. Dann geht's hoch ins Treppenhaus, also ins Hotel oben rein, dann hier draußen stehen bleiben, nicht reingehen. Sonst bewegt, sobald die Leute im Gegner die Bewegung sehen, machen die euch weg. So, dann hier ist das Schild. Hier unten drunter, das haben wir jetzt, zockt jetzt Herrschaft, so habt Thermal dabei. Da könnt ihr am Schild zwischen den Ritzen, könnt ihr dann die Bewegung sehen, sofern die Leute nicht anonym dabei haben, also kein Perk dabei haben, wo ihr mit Thermal nicht sehen könnt. Deshalb ist es zwar anonym, gell. Dann hier die Ecke ist nicht schlecht, gerade wie hier ohne. Für das Restaurant, also diesen Imbiss, die überwachen ein bisschen. Dann meine Lieblingsecke, warte, im CW ist die gut hier. Dann werdet ihr von draußen kaum gesehen, gell? Könnt also diese Ecke oben, wo am Dach ein bisschen überwachen, könnt bis in die Gasse ein Stück hinten reinziehen, also ja, wo sie aus der Gasse kommen können. Da sind wir auf der anderen Seite, in der Verteidigung. Ich würde hier zum Beispiel stehen bleiben und würde hier probieren, der erste Rusher oder den ersten Wurf von vorne kommt wegzuholen. Das ist aber ein sehr gefährliches Eck.
Dann hier langsam vortasten über die Treppe. So, was auch gut ist, ist das Eck hier. Nie zu weit vorgehen, gell? Weil das ist schon viel zu weit, was ich hier gerade zeige. Es ist, lohnt sich nur für Leute, wo ihr wisst, es sind nur noch 1-2 im Gegnerteam und die wurden gleich angesagt, dass sie sich mehr Hotelbereich aufhalten. Ansonsten halt wirklich gut aufpassen in dem Eck hier, gell? Das ist saugefährlich hier oben. Weil du sitzt wirklich auf dem besten Titel. Ich habe euch ja gezeigt, drüben im Hotel, wie leicht ihr denn ihr oben am kaputten Haus oder an dieser kaputten Werkstatt abfangen könnt. Im, ja, Werkstatt OG sagt man, oder jetzt ist das Obergeschoss. So. Ah, hier zeige ich euch noch was. Ich habe hier eine, warte mal. Das jetzt nicht gerade. Ich habe hier, hier drin habe ich eine Kante entdeckt. Nichts Besonderes. Und zwar, ihr steigt hier hoch. Und jetzt springe ich hier rüber. Aber es klappt natürlich nicht immer, weil das Problem ist, er duckt sich da manchmal so saublöd. So, und hier ist die Kante. Ihr könnt, von so könnt ihr nicht hochsteigen. Ihr müsst immer auf dieses Scheißbrett, auf diese Scheißtheke steigen. Mit ein bisschen Übung. Und ihr müsst merken, ob ihr steht. Wenn ihr nämlich geduckt seid, könnt ihr sowieso nicht springen. So. Ja, ist. Jetzt versau ich das so 2-3 Mal, glaube ich, gell? Kann ich es jetzt wieder? Ja, ist. Ja, na ja, jetzt habe ich geduckt, habt ihr gesehen? Jetzt hinstelle, rüber. So. Ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen links vor, zum Beispiel. Geht schon ein ganzes Stück. Dann könnt ihr dann theoretisch. Naja, ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringen soll, ob es einen taktischen Vorteil hat. Wie man sehe, ist nicht. Vielleicht sehe ich es ja nicht, weil die Tankstelle jetzt gerade kaputt ist. Das kann natürlich auch möglich sein. Viele gehen, viele im Angriff gehen her, schmeißen eine Semtex oder eine Splittergranate an die Tankstelle oder zumindest mal sogar gezielte Wurf, um die Tankstelle zu sprengen. Dass wenn sich jemand an der Tankstelle aufbaut, dass es dann halt wegholt. So, das Eck hier kennen bestimmt schon viele. Ich zeig's halt eben nur, weil warum auch nicht. Warum auch nicht. Entschuldigung, jetzt kommt wieder der Pelzer zum Vorschein. So, was ich manchmal mache hier im Angriff, das Fenster hier oben überwache, dann die Seite hier gut aufpassen, aber nicht einfach rausgehen, wie es jetzt hier gerade zeigt, gell? So, was ihr auch machen könnt, ihr legt euch hier auf dieses Betonteil. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann weiter vorrutschen, also weiter vorrubbeln, vorrücken oder vorrutschen halt. Und ja, kannst dann ein bisschen drehen. Auf jeden Fall werdet ihr von draußen, also von vorne werdet ihr so gut wie nicht wahrgenommen. Gell? Also höchstens, dass ihr vielleicht schießen tut und dass dann vielleicht der Gegner die Kugelfliege sieht oder irgendwas. Und dann wissen sie vielleicht ungefähr die Ecke, aber die wissen nicht, dass ihr jetzt fast unter dem Container seid eigentlich im Endeffekt. Unter dem Container hervorgeht. So. Hier zeige ich es noch einmal. Und zwar, wenn ihr euch hier hinlegt, müsst ihr hier an dem Radkasten sein, okay? Nicht zu weit hin. Sonst kann es nämlich sein, dass jemand, wo es von der anderen Seite duckt, euch unter dem Container wegholt. Da braucht euch nur den Fuß zu schießen, dieses Spiel für euch vorbei. So. Die Ecke kennt ja jeder, gell? So, jetzt zeige ich euch noch was. Und zwar, das ist eigentlich auch nicht schlecht. So schlecht, sagen wir mal so. Hier hochsteige, dann habt ihr den LKW in den Blick, die Schnauze. Was ich auch noch entdeckt habe, hier kann man hochsteigen. Kann hier oben was machen, ein bisschen. Kann hier oben ein paar Leute wegholen oder einen wegholen. Und hier kann ich da ein bisschen für Action sorgen halt. So. Dann ist mir drin auch was aufgefallen. Und zwar hier auf die Theke. Wenn ihr euch auf die Theke legt, könnt ihr oben die Tür, also dieses Eck habt ihr dann im Blick. Wo ich vorhin war, habe euch gezeigt, wenn man es oben runterzieht zum Imbiss. Könnt ihr theoretisch, im Endeffekt, das ist wie ein gegentaktisches Manöver oder so ungefähr, könnt ihr dann ausführen. So ihr Lieben, das war es wieder von der CD-Front. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar taktische Ecken zeigen, die ihr in eurem nächsten CW oder auch Public-Spiel verwenden könnt. Schaltet morgen wieder ein zu einer neuen Folge Novice Glitches und taktische Plätze. Dann sind wir auf der Map Strike Zone. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, gerade was das taktisch angeht, gebt mir wieder einen Daumen hoch und gebt mir noch ein Abo. Vielen Dank im Voraus. Ich bin Novi, ich bin raus. Bis dann. Tschüss. Die Zeit wird knapp!